Hallo und Servus an alle Motorradfreunde hier aus dem schönen Österreich. Bin Dieter, 48 Jahre, gebürtig aus Berlin, lebe jetzt in dem schönen Kärnten. Das ist meine BMW F900 XR. Wie ihr erkennen könnt, in dem schönen Triple Black. Hab dieses Motorrad im März zugelassen, niegelnagelneu. Im April konnte ich dann endlich fahren. Bis dahin hatte ich dann also genug Zeit, die ganzen schönen Anbauteile zu montieren, die ganze Elektronik einzurichten und einzustellen. Ja, dieses Motorrad ist voll ausgestattet, außer den SOS-Knopf habe ich nicht genommen und die Schaltautomatik habe ich nicht genommen. Der Rest ist verbaut und ich bin super zufrieden mit dem Motorrad. Hier in Österreich ist das ja mit den Serpentinen, Pässen fahren und so alles ein Traum. Und bei mir stand nämlich die Wahl zwischen der 1000er XR und der 900er XR. Ich habe mich ja dann für die, wie man sehen kann, für die 900er entschieden. Ja, warum habe ich mich für die 900er entschieden? Ganz einfach. Der Motor ist vollkommen ausreichend. Die 105 PS, die, weiß ich nicht, 95 Newtonmeter oder was auch immer das da sind. Die sind vollkommen ausreichend hier. Das ist wirklich, man kann sportlich fahren, wenn man möchte. Man kann ganz gemütlich cruisen. Ich bin 1,87 groß, 95 Kilo schwer. Das Ding ist perfekt wie angegossen für mich. Die Fußrasten könnten zwar noch ein Stückchen, einen ganz kleinen Tick weiter nach vorne, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, aufgrund dessen, dass ich auch schon die Lenkererhöhung mit drin habe und eigentlich wirklich eine sehr schöne Position habe beim Fahren. Ich bin auch schon viele, viele weite Touren damit gefahren, wie zum Beispiel am Stück von hier nach Berlin. Das sind ja auch schlappe 900 Kilometer für mich gewesen. Und deswegen kann ich sagen, vom Sitzen her, ich sitze perfekt. Ja, Koffersystem ist natürlich mit dabei und auch absolut nötig, weil ich ja wirklich gerne fahre und auch wirklich alles mitnehmen möchte, was ich mitnehmen kann, brauche, darf und soll. Und deswegen, also ich bin zufrieden. Die Technik ist einfach umwerfend, der Hammer. Das ist auch ein Grund, warum ich mir wirklich diese Maschine gekauft habe, noch mit unter anderem. Und der optische Faktor hat halt doch auch eine Hauptrolle gespielt. Die ist nämlich nicht dieses typische BMW und ja, modern, zeitlos. Wie schon gesagt, im Triple Black Style ist sie einfach wunderschön, finde ich. Ich finde sie halt wirklich, 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 wirklich sehr schön. Und es ist toll zu fahren. Und ich mache sie mal an für euch, damit ihr es mal sehen könnt. Display ist der Hammer. Navigation ist auch perfekt und toll. Ja, 8.599 Kilometer habe ich schon auf der Uhr. Jetzt ist August, haben wir jetzt. Also das heißt, ich bin schon ein bisschen gefahren. Und wie man sehen kann, Temperatur 18 Grad. Ich bin auch nicht immer der Schönwetterfahrer, weil das Wetter ist heute nicht ganz so toll. Aber immer noch so, dass man fahren kann. Und wenn es dann regnet, dann regnet es halt. Also deswegen alles okay. Ich bin absolut zufrieden und man kann mit dem Ding wirklich immer und überall fahren. Ich bin absolut verliebt in das Motorrad. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.